Und das hier ist der Zuschauerraum, da sind die Ränge. Und hier ist auch der Zuschauerraum mit den Rängen. So, jetzt, das ist der Rohling. Nun muss das Ding eine Hülle haben. Man lernt nach einer gewissen Zeit, wenn man viel entworfen hat, dass bestimmte Dinge wichtig sind, die man zuerst entscheiden muss und andere Dinge unwichtig sind oder weniger wichtig, die man später entscheiden kann und ganz unwichtige, die man auch noch anschließend adaptieren kann. Das erste ist das Bedürfnis nach Einfachheit, Selbstverständlichkeit, Funktionalität, Gebrauchstüchtigkeit. Zum Zweiten die Erkenntnis einer Balance zwischen Vielfalt und Einheit. Dritte ist die Erkenntnis oder besser gesagt die Analyse unserer Umwelt selbst und ihrer Bauweise, wobei man ja wissen muss, dass das meiste von der Natur geschaffen wird und nicht von Menschen und die Natur ihre Gesetzmäßigkeiten bis ins Kleinste hat. Zu guter Letzt ist es die Unverwechselbarkeit, also das Gesicht jedes einzelnen Gebäudes, ihm eine Identität zu verleihen, die charakteristisch ist, sich jedoch verträgt mit der Nachbarschaft, also mit der gewünschten Einheit. Ist ein Geheimnis für jemanden, der Mühe hat, gerade Striche zu ziehen. Wenn Sie einen richtig geraden Strich machen wollen, dürfen Sie ihn nie gerade ziehen, sondern müssen immer wackeln, dann wird er gerade. Das gleicht es aus.